Ja, hallo, ich bin's, der Blumann. Heute geht's um diesen Herbstwichtel. Ich hoffe, ich kann dich inspirieren. Schau es dir an, was ich kreiere mit dir zusammen. Damit wir unseren Wichtel gut machen können, brauchen wir Moos. Wir brauchen wunderschöne Hagebuttenstücke. Wir brauchen langen Draht. Wir brauchen Trockensteckmasse. Wir brauchen Wickeldraht. Wir brauchen eine Nase. Etwas für an die Kappe. Wir brauchen Kit, Feuerzeug und eine Zange. Ja, und natürlich wunderschönes Laub. Wir starten mit dem Unterbau. Dazu habe ich gedacht, nehme ich drei Drahtstücke. Und zwar drei, damit die Laubblätter nicht drehen. Das heißt also, wenn wir nur einen Stab nehmen und diesen da in dieses Untersetzerli machen, haben wir das Problem, dass der Draht immer dreht. So machen wir diesen Kit. Legen wir den mal rein. Legen den Draht. Da empfehle ich dir wirklich Kit zu verwenden und nicht irgendwelchen Heißkleber oder so, weil wenn du dieses Wichteli draußen hinstellst, haben wir dann das Problem, dass sehr, sehr wahrscheinlich der Kit nicht sich löst. Du siehst, der hält super gut, aber wenn du Kleber nimmst, Heißkleber nimmst, dann haben wir schon ein größeres Problem. So, und nun kannst du da Schritt für Schritt die Blätter mal nach unten machen. Am Anfang ist natürlich ganz wichtig, dass wir da schön rausarbeiten, dass sie wirklich schön groß sind. Großflächig arbeiten, sodass wir den Rand abdecken können. So. Dann hast du vielleicht gesehen, habe ich da so Steckmassenstücke. Kleine Stücke brauchen wir dazu. Dass wir da ein wenig Volumen bekommen. Das heißt also, dass wir da nicht alles vollstopfen müssen, sondern dass wir da wirklich auch mal einen Hohlraum bilden können. Sonst sind wir da ewig dran und ewig am Blätter suchen. Und
verbinden diese Drähte mal, so dass wir Stabilität haben. Die Drähte da nochmals schön zusammenkommen. Wichtig ist, wenn ihr da ringsum schaut, dass man nichts mehr sieht, kein Hohlraum mehr sieht, dass es da einfach schön zusammen ist. Anschließend nehmen wir die Drähte wieder zusammen, geben einen neuen Draht rein. Schnappen uns diese wunderschönen Hagebutten, Beeren, nehmen den Wickeldraht, ziehen da wirklich ganz fest zusammen. Das ist ganz wichtig, nicht dass wir da am Schluss diese Stücke dann runterfallen haben. Mit diesen Hagebutten machen wir die Haare, das sind unsere Haare von unserem Wichtel. Dann schnappen wir uns diesen wunderschönen Moos. Das Moos schön drüber. Mit dem Draht können wir da schön Zipfelmütze formen. Eine Glocke oder du kannst ein Naturmaterial nehmen, so wie ich jetzt hier dieses schöne Zäpfchen. Fixiere das schön dran. Und zum Abschluss kommt noch die Nase rein, auch hier wieder mit einem Draht. Die Nase unseres Wichtels rein und so haben wir einen süßen, schönen, kleinen Herbstwichtel zusammen mit Laubblättern kreiert. Ja, ich hoffe, er gefällt dir. Er hat dich inspiriert und es hat dir Spaß gemacht, hier dem Blumenmann zuzuschauen, wie wir so einen kleinen, süßen
Herbstwichtel für deine Terrasse, für deinen Balkon, Fensterbank oder sonst irgendwo kreieren konnten. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben für den Blumenmann da und schau immer wieder rein, wenn ich dir zeige, wie man coole Naturdekos machen kann. Tschüss und weg, sag ich dann. Auf